Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Jump World. Wir spielen hier ein neues Jump'n'Run und zwar Mario Map. Herzlich willkommen zu meiner Jump'n'Run. Mario Map, Schwierigkeit Mittel, viel Spaß. Okay. Alter. Ist hier mal riesig. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Ich habe mir gar nicht die Durchschnittszeit angeschaut. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, damit kann man, glaube ich, eine Folge komplett füllen. Okay, das war gerade schlecht. Aber ich wollte halt durchsprinten. Aber jetzt mache ich es einfach nicht. Und so müsste es besser gehen. Perfekt. Slime Drops finde ich immer cool. Hier sind auf jeden Fall schon zwei gewesen. Vielleicht kommen ja noch ein paar. Ich glaube, das wurde hier im End gebaut. Alles klar, wir haben Speed. Gleich mal das Sichtfeld auf 71. Dann geht das hier einfacher. So, jetzt sind wir wieder normal, deswegen wieder auf Quack Pro. Ich kann mit einem niedrigeren Sichtfeld überhaupt nicht spielen. Ich habe die Entfernungen jetzt gelernt, hier so abzuschätzen. Und wenn ich dann anderes Sichtfeld... Hier hat man wahrscheinlich Jump Boost. So rechts, links. Okay, wir haben es. Jetzt hier weiter über die Goldblöcke. In den klassischen Mario-Block, wo man immer die Items rausbekommt, wenn man von unten dagegen springt. Steht hier? Da lang. Ach so. Aber die Blöcke haben keinen Effekt. Okay, hier hoch. Oh, da hinten ist Bowser. Nice, also Optik kriegt auf jeden Fall sehr gut. Da kann man eigentlich nichts anderes geben. Und MC Expert hat gesagt, wenn man im End baut, lädt das Jump'n'Run nicht so lange. Und ich glaube, deswegen wurde es hier im End gebaut, weil ich kann mir vorstellen, das sind jetzt wahrscheinlich rote, nein, sind es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Jump'n'Run an der Oberfläche viel länger geladen hätte. Oh, hier ist Portal. Ich kann mir vorstellen, dass das Jump'n'Run an der Oberfläche viel länger geladen hätte. Deswegen hat das hier im End gebaut. Ist auf jeden Fall eine coole Atmosphäre, finde ich. So, hier ein Goomba. Und zack, weiter. Auf den Goomba. Eigentlich, wenn wir hier auf seinen Kopf springen müssten, müsste er sterben. Okay. Er lebt noch, ist auf jeden Fall ein hartnäckiger Goomba. So. Zack, weiter hier. Mir gefällt das Jump'n'Run richtig gut. Die Sprünge, die sind alle gut machbar. Man kann hier schön auf Speed spielen. Auf eine gute Zeit. Und gleich weiter. Zack, zack. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen abbremsen, sonst wären wir hier übers Ziel hinausgeschossen. Wo war da jetzt ein Checkpoint? Ach so, auf diesem Block. Ach so, das ist sogar... Ich dachte, man muss da... Von hier müsste es aber auch möglich sein, ja. Ja, Slime Jumps! So, zack. Oh nein. Und? Hä? Ja, manchmal... Ich habe ja keine Leertaste gedrückt, aber ich bin auf dem... Vielleicht bin ich auf Nein. Ach so, ich darf nicht zu sehr am Rand. Perfekt, wir haben es geschafft. Diese Pfeile, die gibt es ja auch in Mario, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall früher richtig gerne Mario gespielt. Auf dem Nintendo DS oder auf der Wii. Und auf dem GameCube, den hatte ich auch mal, habe ich immer Mario Kart gespielt. Okay, jetzt waren wir hier ein bisschen zu schnell unterwegs. So, jetzt hier ein bisschen Tempo rausnehmen und gleich weiter zu Bowser. Nein! Ich will hier schnell durchrushen. Da passieren manchmal Fehler, wenn die Sprünge zu kurz sind. So.
Glass Paints. So, die Zunge ist jetzt aber aus roten Blöcken. Ach so, aber die sind deaktiviert, okay. Herzlichen Glückwunsch, danke fürs Spielen. Du hast es geschafft. Nice, war auf jeden Fall ein richtig cooles Jump'n'Run, meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, werten wir gleich mal und gehen in das nächste. So, hier gleich mal zurück. So, es war erst 5 Minuten. Und dann gehen wir hier mal in dieses Jump'n'Run. Und weil es so lange lädt, haue ich hier mal einen Cut rein. So, jetzt sind wir auch schon im nächsten Jump'n'Run. Und zwar Sierra Kid. Von Sierra Kid Insel Jump 2. Ein etwas einfaches Jump'n'Run. Die Tür ist verschlossen, finde einen Ausgang. Also welche Tür meint der? Ach so, hier. Okay, wir müssen hier lang. Ich glaube, wir sind an dem Banner abgeprallt. So. Zack, weiter. Oh, hier sind auch Mario-Elemente, wie in der Map schon davor. Passt ja gut. Dafür, dass ich die einfach zufällig ausgewählt habe. Steht hier? Richtung Haus. Okay. Hier rein, zur Leiter. Nach unten. So, hier einfach durch das Haus durch. Und jetzt, wohin kommen wir jetzt? In den Keller. Aufpassen, es geht tief runter, ja. Kann man wohl so sagen. Was? Ist es Wasser? Ja, ich glaube schon. Das sind Wassertropfen. Hier drauf. Pikachu und ein Minion. Okay. Hier sind ein paar Pixel Arts verbaut worden. Dreh dich um. Okay, wieso habe ich jetzt. Egal. Den Checkpoint benutzt. Zack, hier auf Pikachu und dann hier am Minion vorbei. Zu dem Minion fällt mir gerade eine Story ein, und zwar war ich auf dem Volksfest und hab bei diesem Greifautomaten, heute habe ich das gespielt. Was steht da? Gehe diesen Weg, wenn du dir das Dorf ansehen willst. Ich würde sagen, wir jumpen weiter. Also ich war auf dem Volksfest und dann habe ich bei diesem Greifarm gespielt und dann habe ich da so einen Drachen gewonnen. Wo man eigentlich nie gewinnt, weil das Ding das immer loslässt. Aber bei den Minions, da habe ich es nicht geschafft. Also weil die Minions, die sind an jeder Seite so abgerundet und da gibt es keine Stelle, wo man so gut greifen kann. Der Drache, da war der Kopf größer als der Körper, da konnte man gut da bei dem Hals greifen. Bei den Minions war das auf jeden Fall schwierig. So. Zack. Und alles klar. Hier rein. Slime. Achso, ich dachte, ich wollte eigentlich aufs Haus. Okay. Vielen Dank, dass du unsere dritte Map Insel Jump gespielt hast. Erbaut wurde sie von 27 Sony Max, iKnobi, Sierra Kid und PVRA Pixel. Unsere erste Inselmap, Inseljump, ID BQCM, Bauzeit 6 Stunden. YouTube, hier, Ziel, über eine gute Bewertung würden wir uns freuen. Und ja, hier steht das gleiche. Perfekt, Jump'n'Run bewerten, das hat mir sehr gut gefallen. Und damit war es auch schon für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!